Einmal im Jahr lädt André Plath gemeinsam mit dem Reit- und Fahrsportverein Inselpöhl zu den dreitägigen Pöhler Pferdesporttagen in Timmendorf auf Pöhl ein. Aufgrund der Corona-Krise konnte das beliebte Sportevent die letzten 2 Jahre nicht stattfinden. Der Freitag startete mit Aufbauprüfungen für junge Pferde. Samstag fanden die Springprüfungen von Klasse A bis S statt. Am Sonntag ging es dann um den großen Preis der Inselpöhl. Martina Blach, Vorsitzende des Reit- und Fahrsportvereins Inselpöhl, freut sich, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Das Wochenende lief ohne Probleme. Es läuft sehr gut. Wir hatten Freitags beginnen wir mal so mit den Aufbauprüfungen für die jungen Pferde bis zur Klasse M. Und dann geht es am Samstag und Sonntag weiter mit den höheren Klassen. Auch so die Kleinprüfung A werden hier geritten, so von den Anfängern oder die dann mal Profi werden wollen. Für das Wochenende 1. bis 3. April hatten sich 74 Reiter aus Norddeutschland für das Turnier angemeldet. Zu den Favoriten gehörte Lili Plath. Die 19-Jährige hat durch ihren Vater André Plath mit 3 Jahren mit dem Reiten begonnen. Mit 7 schon hat sie sich auf das Springen spezialisiert. Für sie liefen die Prüfungen am Samstag gut. Ich bin heute Morgen schon das A-Springen geritten, noch mit jungen Pferden, die sind noch relativ unerfahren. Da ist es nicht so schlimm, wenn mal ein Fehler passiert. Dann war ich im L-Springen vorhin schon einmal Dritter. Und hatte ja jetzt das M-Springen mit 2 Pferden und leider einen Pechfehler am letzten Sprung. Aber ich meine, das passiert immer mal, es sind auch nur Tiere. Und genau, mein 2. Pferd war ja dann 0 und auch relativ schnell, da war ich jetzt Dritter. Ich denke, das kann man ganz gut sagen, dass es eigentlich ganz gut gelaufen ist. Ende April organisiert der Reit- und Fahrsportverein einen Reitertag für Kinder. Dieser soll genauso gelingen wie die 25. Pöhler Pferdesporttage